die Sättigung des Wassers, Mikrosiemens, ppm, die mit TDS-Geräten bestimmt werden, wo häufig in der Osmose-Szene gesagt wird, nur ein Wasser mit den niedrigsten Werten, also nur das absolut reinste Wasser, ist heilsam für den Organismus. Alles andere, sobald ein Wasser bestimmte Werte überschreitet, ist das nicht mehr der Fall. Muss man dazu sagen, das stimmt so auch nicht. Osmosewasser ist auch ein ganz wichtiger Fakt. Ich weiß, da wird viel Marketing betrieben, aber es ist so, Osmosewasser kommt in der Natur nicht vor. In einer jeden Quelle ist immer ein Bodensatz an Mineralien gebunden. Und das hat auch seine guten Gründe. Man muss sich das doch so vorstellen, je reiner ein Wasser ist, desto stärker ist dessen Löskraft, denn der Raum des Wassers ist leer. Das heißt, hast du ein sehr reines Wasser und das kommt mit Materialien in Kontakt, dann zieht es halt aufgrund der starken Löskraft direkt Stoffe, werden direkt herausgelöst und das Wasser nimmt diese Stoffe auf, weil die Löskraft halt so hoch ist. Deswegen wird halt gerne argumentiert, Osmosewasser oder destilliertes Wasser ist halt so rein, die Löskraft ist so extrem hoch, bestes Wasser für dich. Aber die Natur, jede Quelle hat Mineralien. Natürlich ist ein Wasser aus einer Quelle nicht maßlos übersättigt, wie es heutzutage bei Mineralwasser der Fall ist, wo häufig noch zusätzlich Mineralien hinzugegeben werden. Dennoch halt so eine ganz leichte mineralische Sättigung, Mikrosiemen zwischen 20 und 100, das ist so eine Range, wo die meisten abgelegenen Urquellen liegen. Ein zu reines Wasser, das keine Mineralien hat, muss man sagen, ist extrem aggressiv, kann dir selber Mineralien entziehen, dem eigenen Organismus, wird auch Babys nicht empfohlen und hat keinen natürlichen Schutz mehr. Deswegen wird auch ein extrem reines Osmosewasser gerne in Blauglasflaschen gelagert, einfach um das Wasser vor der Sonne zu schützen, denn wenn ein Osmosewasser mit Sonnenlicht in Kontakt kommt, verdirbt es halt sehr schnell und nach ein paar Stunden riechst du dran und das riecht dann verdorben. Und das Wasser hat keinen natürlichen Schutz mehr, ist nur ganz schwer energetisierbar. Und wenn du es schaffst, ein Osmosewasser hexagonal zu machen, dann zerfällt die Struktur extrem schnell. Und jetzt kommt die Sache, würde halt reinstes destilliertes Wasser herunterregnen und es würde auf die Erde knallen oder auf Gesteine, aber aufgrund dieser immensen Löskraft würde ein solch reines Wasser sofort Stoffe aufnehmen. Und das ist von daher ein ganz wichtiger Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, ein Wasser selber, was jetzt einen höheren Mikrosiemenswert hat, zum Beispiel von 300, was in der Osmose-Szene schon als schlecht betrachtet wird, kann aber heilsam für den eigenen Organismus sein, wenn natürliche Ordnungsstrukturen in dem Wasser drin sind. Das heißt, es gibt ja auch so viele Quellen. Ich habe einen Freund, der hat Land auf Paraguay und das Quellwasser dort hat so ein Mikrosiemens von 250. So eine Sättigung. Und da würde dann die Osmose-Szene als Beispiel sagen, viel zu hoch, gar nicht zellgängig, das Wasser ist schlecht für dich. Aber die Natur gibt das Wasser so einfach dort vor. Und da das Wasser in einem natürlichen Quellenbett liegt, umgeben von Natur, von Grün, von Bergen, von Gesteinen, von den natürlichen Farbenspielen der Natur und den Klängen der Tiere, weist das Wasser sehr hohe Ordnungsstrukturen auf und ist daher extrem zellgängig und heilsam für den Körper. Ganz wichtige Sache. Natürlich hat man den Jackpot, wenn du ein Wasser hast, das in einem TDS-Bereich in einem Mikrosiemens-Bereich von zwischen 20 und 100 liegt. Und darüber hinaus ist das eine abgelegene Quelle, Mikrosiemens 20 bis 100, voller natürlicher Ordnungsstrukturen, ist natürlich der Jackpot. Aber ein Wasser mit einer höheren Sättigung, was aber diese natürlichen Energiestrukturen in sich trägt, ist auch absolut heilsam für den Körper. Und das ist der wichtigste Aspekt, der darüber entscheidet, ob etwas für dich heilsam ist oder nicht. Es ist wie immer die Lebensenergie und die Ordnungsstruktur, die in der Substanz gebunden ist, die man in sich aufnimmt. Das erste Glas, schon super, ein Wahnsinnsunterschied sofort erkennbar. Also das Urquellwasser ist weich, sehr viel weicher wie das Leitungswasser. Und man trinkt auch mehr. Also ich bin, sage ich mal, kein super Wassertrinker. Und seit ich die Urquelle zu Hause stehen habe, trinke ich definitiv mehr Wasser. Das Wasser, also man merkt schon enorm, es ist ein besonders leckeres, weiches, frisches Wasser. Du hast wirklich das Gefühl, man trinkt viel mehr, der Körper reinigt sich. Also man geht natürlich auch öfter mal Pipi machen, aber ist nicht schlimm. Das ist ja im Gegenteil sogar sehr gut, sehr gesund. Ich glaube, dass das Urquell-Diamantsystem das beste Trinkwasser ermöglicht, was es momentan gibt. Und ich glaube, das Beste ist gerade
gut genug klingt jetzt wie ein abgedroschener Werbespot, aber prinzipiell glaube ich schon, dass mein Körper nur das Beste verdient. Dann bin ich wieder in Deutschland gelandet und dann habe ich die Urquelle entdeckt und habe festgestellt, dass da sowohl von der Energetisierung her alles dabei ist, dass Osmosefilterung dabei ist, dass Agnihodra-Asche dabei ist. Also sind alle Komponenten, die ich mir so vorgestellt habe, wie ein Wasserfilter sein müsste, damit das Wasser rauskommt, was die Natur uns eigentlich von sich aus liefert. Aber da ich es jetzt schon über ein Jahr teste, kann ich also wirklich sagen, haben wir heute schon mal drüber geredet, ich würde sogar schon echt fast so weit gehen zu sagen, dass es bewusstseinserweiternd wirkt. Bei der Urquelle Diamant war es dann so, nachdem ich mich dann näher damit beschäftigt habe und ich auch dann urplötzlich 2,5 Liter Wasser getrunken habe am Tag und nicht nur 1 Liter, da habe ich dann irgendwann für mich selber dann mir die Frage gestellt, naja, wieso trinkst du denn jetzt eigentlich viel mehr, obwohl du es eigentlich nicht jetzt willentlich machst? Das heißt, ich habe gemerkt, der Körper reagiert auf das Urquellewasser und dann habe ich mich mit der Thematik beschäftigt. Und wenn man es eben, wie gesagt, auf längere Zeit ausprobiert, merkt man halt auch wirklich eine Veränderung im ganzen Sein so, ne? Gesundheitlich. Ich glaube, ich war noch nie so gesund und hatte so gute Werte wie aktuell. Habe aber dann trotzdem noch einen kleinen Test gemacht, habe dann gesagt, okay, jetzt bestellst du mal das Urquelle-Diamantgerät für meine Firma, für meine Mitarbeiter. Und dort haben wir es auch aufgebaut und dort ist das Gleiche passiert. Am Anfang war man sehr skeptisch, ne, weil, kennen wir ja, Osmose, nee, ich sage, es ist keine Osmoseumkehr. Und innerhalb von 2 Monaten hat jeder dort auch über 2,5 Liter Wasser getrunken und war total begeistert. Wir haben also dann auch damit gekocht und selbst die Blumen haben ihre Ansprache bekommen. Also ich finde, das Wasser ist erfrischender als das Leitungswasser, das normale, und das schmeckt auch viel besser. Ich habe das Gefühl, man trinkt Wasser, was einfach reichhaltiger ist, was sich anfühlt, als wäre es wirklich aus der Erde gekommen, als wären da wirklich Elemente drin, die meinem Körper gefehlt haben. Ja, dann habe ich mir so einige Anlagen angeschaut und dachte, okay, ganz gut, aber irgendwie doch noch nicht das Passende für mich. Bin weiter dran geblieben an der Suche, bis ich dann letztendlich die Urquelle gefunden habe und da habe ich direkt eine Resonanz gespürt, war direkt begeistert und für mich beinhaltet die Urquelle wirklich alles, was ein gutes Wasser braucht. Und dann habe ich bei mir in den Räumlichkeiten eine gute Freundin gehabt, die hat die Messe Körper, Geist und Seele angeboten. Und da habe ich die wunderbaren Menschen von Urquelle getroffen. Und mein Bauchgefühl, und ich kriege jetzt schon Gänsehaut, sagte mir irgendwie, ich glaube, da muss ich hin. Und habe mich beraten lassen und am Abend hatte ich dann 2 Maschinen da stehen und kann nur noch sagen, es hat sich einfach vom Gefühl her mein ganzes Leben, auch mein Partner, seitdem es hat sich alles geändert. Das Wasser ist einfach so klasse und genau alles wird erfüllt, was ich im Endeffekt bei allen anderen Sachen immer nur punktuell bekommen habe. Das ist alles vereint in der Urquelle.